Was? Wer fummelt rum? Hallo? Jetzt hör doch mal auf da! Mann! Entschuldigung. Habt ihr das gesehen? Achtung. Das ist übrigens Schleichen. Ja? Das ist... Da sitzt doch einer, oder? Ich finde das voll geil. Die geht kaum noch einen Zentimeter. Läuft aber so, als wenn sie ganz gemütlich geht. Ach ja, ist ja schon wieder ein schöner Tag draußen. Tüdelü. Aber da sitzt doch einer und isst, oder? Mach's gut. Vorsicht, Rutschgefahr. Ja, so wie sie läuft, wird sie eh nicht ausrutschen. Okay, ich lauf mal normal weiter. So. Hat der hier gerade gegessen oder hat der im Müll gewühlt? Vor allem, wo ist der hin? Danger, Generator Room. Vor allem auch geil, so an der Pinnwand einfach mal so ein Schild. Und wieder unten ist Notausgang. Ich glaube, der hat gegessen, ne? Kann das sein? Also Franzi, was du wieder loslässt. Kam nicht von mir, kam vom Bastard. Aha. Ist mir viel zu ruhig, bin ich ganz ehrlich. Noch mache ich Scherze. Ah, Brain Energy. Wer kennt's nicht? Für die... Oh, eine Mikrowelle. Sollten wir vielleicht mal Snowball reinstecken? Nein, Quatsch. Nein. Wenn es der Endgegner ist, ja. Aber sonst nicht. Was ist das denn für eine geile Generator-Room-Tür? Bitte. Und vor allem der Typ ist da reingerannt, man hat die Tür nicht gehört. Genau. Lieber was da... Na toll! Nein. Ich kann hier drin fast nicht sehen. Ach du Scheiße. Ja, lieber Bastard, ich konnte nicht speichern, weil der Strom noch aus ist. Ich muss erst den Strom einschalten, dann kann ich speichern. Leuchtstäbe. Besser als nichts, schätze ich. Willst du mich verarschen? Ich sehe über... Ich sehe doch gar nichts. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinwerfen soll. Hallo? Wo soll ich denn... Okay, wie viel habe ich denn davon? Habe ich unendlich? Ach du Scheiße. Ach du dicke Nudel. Hab's dir gesagt. Ja, super. Finde ich echt nett von dir. Ich frage mich nur... Was mir diese... Ah, da ist eine Leiter. Lalalalalalalala. Ich bin gerade überlegen, wie ich nochmal schleiche. Ah, so, okay. Anscheinend haben wir die Leuchtstäbe unendlich. Das ist schon mal sehr gut. Hallo? Ach, ich kann mich verstecken, okay. Da hinten geht's auch lang. Ich versuche mal so ein bisschen zu schleichen, weil ich sehe ja wirklich gar nicht. Das ist ja pechschwarz. Was soll ich denn hier sehen? Okay, können wir uns auch nur verstecken. Das wird wahrscheinlich gleich vonnöten sein. Vermute ich mal. Kann sie denn ihre Taschenlampe hier oben holen? Weil die liegt ja... Alter! Ich meine, hey, pff, geil. Cool. Nein, steck doch nicht weg. Oh, du bist ja echt eine... Ach, komm. Ich sag dazu schon gar nichts mehr. Hey, eine Tür. Aber hier oben liegt doch die Taschenlampe. Wieso klettert sie denn nicht darauf? Ich verstehe es nicht, ehrlich. Hol deine Lampe, ja. Ich hab eine Lampe. Zu Hause. Ich gehe mal hier durch. So, einmal gucken. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Okay, gehen wir mal raus. Schauen wir mal.
Ich schmeiß mal da oben einen hin. Ja, da hinten hockt einer. Okay. Ja, wie gesagt, anscheinend haben wir unendlich von den Dings. Auf den Kopf. Ja, Kopflampe. Das ist eine Frau, ne? Ich glaube schon. Hat auch hochhackige Schuhe an. Damit ich da hinten was sehe, wo die ist. Ich muss sie mal... Okay, die Leuchtstäbe gehen nach einer Zeit weg anscheinend. Ich versuche mal durch die Tür zu kommen. Geh da rein, sehr schön. Oh nein. Ja, gute Nacht. Was? Ja, schlaf gut, Hardstyler. Mach's gut, vielen Dank, dass du da... Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Immer wieder gerne. Let's Play Live Show, wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Einschalten. Jetzt schon Folge 125. Unfassbar. 125 schon. Wo holt ihr die ganzen Leuchtstäbe her? Franzi, ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Ja? Ich sag nur, Lichtschwert. Laser und Licht, ne? Warum ist das Schwert denn nur einen Meter lang? Irgendwo muss man den Strom wieder einschalten können. Ja. Aber das ist schon sehr cool gemacht. Muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Also, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Ja, schlaf gut. Mach's gut, Hardstyler. Also, ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr geil gemacht, ne? So mit den Leuchtstäben und so. Auch das erste DLC, also das Assignment, hat mir auch sehr gut gefallen. Also, sie gehen den Weg auf jeden Fall schon sehr gut weiter, die Entwickler von The Evil Within. Also Tango Gameworks. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Oder? Nee, da hinten ist ein rotes Licht. Da ist rotes Licht. Was macht das? Es leuchtet rot. Oh, nee, das ist eine Falle. Okay. Das ist keine gute Idee. Franzi, Geheimfach. Ja. Ich bin einfach mal im Schleichmodus. Ich lasse das einfach mal. Nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie, ne? Es erinnert mich auch gerade irgendwie an eine Online-Heist-Mission von GTA. Von GTA Online. Oh nein. Wo denn? Ich sehe gar... Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da ist auf jeden Fall Strom einschalten. Aber... Und ich wette mit euch, wenn ich jetzt den Strom einschalte, kriegen wir Besuch. Hundertprozentig, weil wir dann gesehen werden. Ich mach's einfach mal. Komm. Shit, was drauf. Das war so klar. Ja, natürlich. Ciao. La 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 la. So. Ja, die DLCs sind echt geil gemacht. Schade, dass das Spiel nicht auf der Art gemacht wurde. Ja, bin ich auch. Bin ich auch ein bisschen enttäuscht von. Bin ich ganz ehrlich. Oh, sie hat schon einen Satz mehr gelernt. Hier drüben. Hier drüben und komm her. Hier drüben. Okay, jetzt nicht mehr. Hier drüben. Hat sie gerade vergessen. So. Ach klar, geh einfach.
Wie konnte ich das vergessen? Genau. Natürlich! Ich finde auch von der Atmosphäre her hat es viel, viel mehr Gruselfaktor wie das Hauptspiel. Hallo? Und wieso finden wir eine Axt auf einmal? Ja, super. Toll. Finde ich ganz großes Kino gerade. Zuckerarzt! So. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier... Kommen wir hier durch? Nee. Was ist denn das? Ach, das ist eine Glasscheibe. Ach, eine Glastür. Ich dachte schon. Und was... Die Tür haben wir doch gerade zugemacht, oder nicht? Okay. Wie viele sind das? Wo denn? Ach da, ist es dieselbe von... Nee, ist eine andere, ne, oder? Nee, ist dieselbe. Oder? Ciao. Boah, Alter, der tat weh. Sie konnte aber auch die Taschenlampe vorhin nicht holen, ne? Sie musste jetzt extra gut... Gut, sie musste ja zum Speicherpunkt, ne? Sie musste extra den Strom aktivieren, das ist ja klar, ne? Aber... das ist eine falsche Idee, die ich jetzt gerade habe. Der Typ ist da hinten, ne? Ich versuche den mal anzulocken. Moment, ich probiere mal was. Hallo? Hey. Jawohl, komm her! Ich hoffe, der geht jetzt da rum. Ja, geh mal schön dahin. Genau. Schön da lang gehen. Nee, stehen bleiben, da gucken gehen. Genau. Wieso? Ah, jetzt geht er schon wieder da lang, ey. Endlich wieder LPLS, Flexi. Ist wieder gesund, genau. Prost zusammen. Stößchen. Hallo ASV-Fan und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zum DLC. Und wie du gerade siehst auf YouTube, ne, wir sind gerade im Livestream. Jetzt dreht er sich wieder um, ne? Oh, ich fass es nicht, ey. Hier drüben. Na, natürlich. Spring noch da raus. Zeig dich noch am besten. La 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 la. La 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 la. Auf Wiedersehen. Mach's gut. So. Und jetzt holt sich wahrscheinlich die Taschenlampe, ne, oder? Da oben liegt die Taschenlampe. Wieso holt sie sich denn nicht die Taschenlampe? Ich verstehe es nicht. Da oben liegt sie. Da oben drauf hat sie sie verloren. Die braucht wahrscheinlich erst eine Leiter. Oh. Das gibt's nicht. Naja, gut. Gehen wir erstmal zurück. Vielleicht holt sie sich jetzt erstmal eine Angel, um die Taschenlampe da zu angeln. Hier, wahrscheinlich den Kran. Da sucht sie jetzt wahrscheinlich die Steuerung und dann angelt sie sich dann damit wahrscheinlich die Taschenlampe, die sie verloren hat. Ach nee, ich vergaß. Der zweite DLC von The Evil Within, genau. Das ist der zweite DLC, HSV-Fan. Wir sind gerade angefangen, frisch dabei. Sind noch keine paar Meter gegangen. Das ist ja erstmal so das erste grobe Level. Hast noch nicht viel verpasst. Nur, dass wir gerade Stromausfall hatten. Und wir den Generator aktiviert haben für die Türen. Damit wir jetzt auch endlich speichern können. Und wir haben Leuchtstäbe. Sie hat gerade eindrucksvoll... Okay, da war gerade jemand auf Toilette. Sie hat gerade eindrucksvoll bewiesen, wie man die Taschenlampe verlieren kann und hat dann auf einmal, ja, mir nichts, ihr nichts, einfach mal Leuchtstäbe gezaubert, wovon sie unendlich in der Tasche hat. Ich weiß nicht, wo sie sie hat, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Sie kann da nicht draufgreifen, Flexi. Wäre natürlich zu viel verlangt. Und zu einfach. Ja, das stimmt. Ist das zweite DLC, genau. So, ja, ich halte X. Hallo? Die Systeme wurden nicht sachgemäß heruntergefahren. Manuelle Wiederherstellung der Terminals erforderlich. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Miau. Ich habe jetzt keine Zeit zu warten. Miau. 3, 2, 1. Hä? Was? Meins? So. Ich habe keine Zeit zu warten. Sie setzt sich aber einfach mal auf dem Sofa und speichert mit der Katze. Natürlich. So, neuen Speicherstand erstellen. Machen wir natürlich, selbstverständlich. Jawohl. Kapitel 3 Illusion heißt es. Ja, du bist ja eine ganz feine. Geh weg. Und immer mit dem roten Schleifchen. Inge, komm raus! Komm raus, wo immer du auch bist! Ja, Inge werden wir wahrscheinlich auch sehen. Ich vermute es mal. Vielleicht wird Inge auch der neue Endgegner. Man weiß es nicht. Es kommen ja noch zwei DLCs. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Ich finde es leider immer noch schade, dass man... Ich schaue nochmal eben. Ich weiß gar nicht. Ich erzähle hier. Es kam nämlich ein Update. Es wäre echt schön, wenn man... Anzeigenbereich... Okay. Ich lasse es mal so. Aber schade, dass man irgendwie die Balken nicht abschalten kann. Also wie gesagt, auf dem PC geht's ja leider. Schade eigentlich drum. Ich hätte jetzt echt gedacht, weil es kam ein Patch, ein großer Patch sogar. Der war über 4 GB groß, sodass man jetzt vielleicht die Balken sogar abschalten kann. Aber dem ist leider nicht so. Naja gut, müssen wir leider mit leben. Und auch an die 18 Zuschauer, willkommen zur Let's Play Live Show, an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden Freitag und Samstag, 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show mit mir, den hier oben in der Ecke. Das war zwar brillant, aber auch wahnsinnig. Ein moralischer Kompromiss unsererseits. Er schien hochmotiviert, besessen von Rache an etwas Unbestimmtem. Wir fanden heraus, was er im Geheimen tat. Foltern. Eine Vorliebe für Fallen. Ein Serienmörder, der sich als Wissenschaftler ausgab. Okay. Na, das kommt uns auch sehr bekannt vor hier mit den Röhrchen, wo Feuer rauskommt. Du erinnerst dich? Ja. Definitiv, ne? Die alte Trulla mit den langen Fingernägeln und den langen Haaren, die wir verbrennen mussten. Huch, ah nee. Ach Quatsch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Toll, super. Einfach mal probehalber so ein Leuchtsticky, Sticky-Stick-Stick gewählt. Und geschmissen? Was ist das denn hier? Collectible wahrscheinlich, ne? Ihr Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir im Soundtrack-Player über das Startmenü von The Consequence anhören. Ja, ich freue mich. Boah, ich habe ein neues Musikstück. Ja! Ah, cool. Geil. Erstmal zu meiner Playlist hinzufügen. Fürs Auto. Aber jetzt können wir gar nicht zoomen, ne? Mit der Taschenlampe, weil wir die ja gar nicht mehr haben. Die DLCs finde ich besser als das Hauptspiel. Ja, finde ich auch. Viele vor allen Dingen auch, hier auch viele Zuschauer, sind auch der Meinung, dass es besser ist. Und dem finde ich, dass das, da muss ich zustimmen. Das ist einfach so. So hätte das Hauptspiel sein müssen. Hallo? Natürlich, sie kann da nicht rumlaufen. Das gibt's nicht. Unsportlich ist sie. Dann hat sie noch die hochrangigen Schuhe an, die man ja überhaupt nicht hört. Aha. Hat noch wer eine Meldung von Twitch, dass Flexi offline ist, bekommen? Ich. Das kennen wir doch hier, ne? Boah, das sieht aus wie bei Jigsaw so ein bisschen. Huch. Das sind wahrscheinlich hier die Proberäume von dem Doktor. Boah, ist das fies. Wie sie gerade geguckt hat, ne? So, Was ist denn das? Ich kann es gar nicht erkennen. So.
Ja, und hier ist der halbe Kopf, wo wir die Nadeln einführen mussten, ne? Wer sich noch daran erinnert im Hauptspiel? Geht mir auch so, von dem, was ich sehe, genial. Ja. So, hier war gerade der Doktor als Geist zu sehen. Wir kommen ja auch nicht raus, ne? Oder habt ihr eine Tür gesehen? Außer da, wo wir reingekommen sind. Okay. Er verhält sich viel zu aggressiv und seine Versuche werden immer abartiger. Da Vinci hat für seine anatomischen Forschungen Leichen seziert, aber was Ruben tut, geht viel weiter. Seine Subjekte sollen mitbekommen, dass er sie seziert, um ihre Reaktion festzuhalten. Er ist eher ein Schlachter als ein Künstler, aber vor allem müssen wir Wissenschaftler sein. Ich habe ihm früh beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich konnte nicht ahnen, wohin das bei ihm führen würde. Mobius hat von ihm erfahren, weil ich unachtsam war. Ich habe sie gebeten, ihn an Bord zu holen, damit er mir hilft. Eine bessere Einrichtung und mehr Unterstützung helfen ihm vielleicht, seine grausamen Neigungen in Schach zu halten. Mhm. Seine grausamen Neigungen in Schach zu halten. Diese Maschine wurde für mich geschaffen. Leute wie Sie, Sie haben mir mein Leben gestohlen, mich zu einem Monster gemacht. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Ich kann endlich mein Leben leben. Wir sind nachsichtig. Für das, was Sie uns geben können, sind wir bereit, bestimmte Eigenheiten zu ignorieren. Aber übertreiben Sie es nicht. Unser Personal und unsere Ressourcen dienen nicht Ihren erbärmlichen Fantasien. Machen Sie die Kalibrierung der Maschine rückgängig, sodass wir sie ohne Sie nutzen können. Und was, wenn ich Nein sage? Glauben Sie, Jimenez kriegt das hin? Sie brauchen mich. Ganz einfach. Ruvik? Nein. Ruben. Hier hat er seine Forschung durchgeführt. Wir haben ihn nur benutzt. Und er war sicher nicht der Erste. Ja. Hä? Bin ich über Silent Hill oder was? Eieieiei, hier sind die. Au, die Leute gefoltert worden, das ist ja fies. Alter Schwede. Ich schmeiß einfach mal ein paar Leuchtstäbe, damit wir ein bisschen was sehen. Boah, da hinten ist die Kettensäge von dem Fiesen. Der Fette mit der Kette. Und hier sind auch die Minen, ne? Diese motorisierten, die wir auch kennen aus dem Hauptspiel. Alter Schwede. Boah, diese Atmosphäre ist ja der Hammer. Hab ich auch gerade gedacht, Flexi. Oh, nee. Wie sich das hier anhört. Nee, außerdem läuft das Handy über WLAN, aber ist mir schon öfters aufgefallen, dass Twitch bei Handy auch dauernd Probleme macht. Ja. Das stimmt allerdings. Bitte bleib oben. Bitte bleib oben. Bitte bleib oben. Ja, so wie es aussieht, hat ja Mobius dann anscheinend Ruben genutzt. Ja, damit er die Maschine fertig macht. Er wollte es aber wahrscheinlich noch nicht. Oder doch nicht. Hallo, ich sehe nichts. Da ist eine Tür. Inge! Was ist mit Inge passiert? Ich glaube, Inge hat ihre Tage. Die brauchen ein paar Tampons. Hat mal irgendjemand ein paar Tampons da? Inge? Inge? Das mit... Oh. Oh.
Also, das mit... Oh, das mit Inge verstehe ich aber irgendwie noch nicht so ganz. Wer Inge ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange geht das Stream heute? Ich denke mal, bis 12 Uhr werden wir wahrscheinlich wieder machen, so circa. Gut, man muss den Kopf, den Kastenkopf ja auch nicht verstehen, woher der kommt. Naja, gut. Solange es auf der PlayStation läuft, Handy ist ja nur für Chat. Alles klar. Nö! Uah! Uah! Nein! Uah! Inge! Inge hat uns ganz besonders lieb, so wie es ausschaut. Aber warum konnte sie denn jetzt nicht rennen? Verdammt! Das war irgendwie vorhersehbar, glaube ich. Ein wenig. Dam, dam, dam! So, wie renne ich denn? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich renne. Ah, okay, alles klar. Nur schon mal vorab, ne? Ja, ja, guck nicht dahin, lauf! Guck doch nicht dahin, lauf einfach! Renn! Renn einfach, renn doch! Oh, sie rennt nicht, ey, das gibt's nicht. Wo muss ich denn hin? Inge, bist du hier? Ach, ah, jetzt müssen wir, ah, okay. Ja, ich habe keine Zeit für sowas. Inge? Oh, Inge! Ciao. Wo ist denn Inge? Ciao. Inge. Mach's gut, Inge. Wow. Wow, wo muss ich hin? Ich hab kein... Oh nein! Sie hat im Sportunterricht, war ja nie da! Verdammte Axt! Ja, geh da rein, los! Geh da rein! Oh! Hau ab, Inge! Du stinkst! Den Serverraum, den kennen wir doch, oder? Oder ist es wieder ein anderer? Oh, Inge! Oh, Scheiße, da ist es wieder! Oh, Inge! Geh weg, Inge! Mann, geh doch! Ich klemme! Das ist unfassbar! Ich war gerade am Klemmen! Das gibt's doch nicht! Diese Kack-Inge! Geh weg! Ich hab dich nie geliebt!